Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein kleines Do-it-yourself und zwar wie ihr eine persönliche, individuelle Handyhülle machen könnt. Die könnt ihr dann verschenken oder auch für euch selber nehmen. Dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Los geht's! Erst einmal braucht ihr ein Stück schwarze Pappe, das ist jetzt diese hier, die passt nicht ganz ins Bild. Aber auf jeden Fall braucht ihr erstmal schwarze Pappe. Dann braucht ihr noch einen Bleistift. Und eine Schere. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist die Handyhülle. Und da habe ich einfach eine ganz normale, durchsichtige Handyhülle auf eBay bestellt. Müsst ihr dann halt schauen, welches Handy ihr habt. Je nachdem müsst ihr dann halt euch die passende Hülle bestellen. Und dann sucht ihr euch noch entweder Fotos oder hier solche Sticker raus, mit denen ihr das Ganze dann noch verzieren könnt. Und da könnt ihr dann halt Sticker und Fotos eurer Wahl nehmen. Was auch immer halt passt und wem ihr das zum Beispiel dann auch verschenken wollt. Ja, eben passend dazu. Und natürlich brauchen wir noch, wenn wir Fotos haben, die nicht selbstklebend sind, einen Klebestift oder einen Flüssigkleber. Und dann kann es auch schon losgehen. Legen die hier auf die Pappe und schneiden das erstmal grob aus in der Größe. Dann zeichnet ihr zuerst den Umriss von der Handyhülle auf dieses Stück schwarze Pappe oder je nachdem, was ihr für eine Pappe nehmt und schneidet es dann aus. So, wenn ihr das dann so zurechtgeschnitten habt, dass es hier einmal reinpasst, dann legt ihr es rein, dreht die Handyhülle um. Und im letzten Schritt müsst ihr dann einfach nur noch eure ganzen Fotos aufkleben und anordnen, so wie ihr sie haben wollt. Die könnt ihr natürlich auch noch zurechtschneiden. Ihr könnt natürlich auch noch was anderes nehmen außer Fotos. Und dann ist eure persönliche Hülle auch schon fertig. Also wenn ihr das alles zurechtgeschnitten habt, tut ihr das einfach in die Hülle legen. Und fertig ist eure persönliche Hülle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!